Warte. Mehr als 40% der Beschäftigten in Luxemburg leiden unter Stress am Arbeitsplatz. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Marktforschungsunternehmen TNS Ilris am Dienstag veröffentlicht hat. Sogar ein Fünftel aller Beschäftigten hat Angst, einen extremen Erschöpfungszustand anzusteuern, das sogenannte Burnout-Syndrom. Von Dezember 2009 bis Januar 2010 wurden insgesamt 1537 in Luxemburg beschäftigte Arbeitnehmer hierzu befragt. Diese waren aus sämtlichen Berufssektoren, davon 903 Luxemburger, 156 Deutsche, 156 Belgier und 322 Franzosen. Das Gesundheitsministerium hat seinen Schlachtplan gegen Drogen für die nächsten 5 Jahre zusammengestellt. Zwischen der gerichtlichen Absage Anfang diesen Monats für die Baugenehmigung des sogenannten Tox-In, einem Zentrum für Drogenabhängige, und der Krise soll der nationale Aktionsplan für 2010 bis 2014 den Drogen und der Drogensucht den Kampf ansagen. Doch der vorgestellte Plan steht nicht gerade unter einem guten Stern. Es gibt kein festes Budget und die Verhandlungen werden wahrscheinlich auch von der Krise negativ beeinflusst werden. Der Schlachtplan folgt dem Prinzip von vor 10 Jahren, das vorsieht, die Drogen zu bekämpfen und nicht die Drogenabhängigen. Der Atomgipfel in Washington ist zur Zufriedenheit der Beteiligten zu Ende gegangen. Die beteiligten Staats- und Regierungschefs sprachen von einem Erfolg. US-Präsident Barack Obama bezeichnete das Treffen als kraftvolles Signal gegen den nuklearen Terrorismus. Die Vereinbarungen würden die Welt sicherer machen. Es seien Maßnahmen vereinbart worden, die den Amerikanern und dem Rest der Welt mehr Sicherheit brächten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in dem Atomgipfel einen ersten wichtigen Schritt zu einem gemeinsamen internationalen Handeln.